die erste Frage, wie sieht es denn aus, gibt es die 100% Barförderung überhaupt noch? Und das ist ja eine sehr wichtige Frage. Die kann man auch mit einem einzigen Wort beantworten. Nein, die gibt es seit heute nicht mehr. Vielleicht ganz zur Geschichte, wissen, was da BAFA passiert ist. BAFA ist ja das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Und dann gibt es dort sogar BAFA-Zertifizierung und Akkreditierung des Unternehmensberaters, dann Selbstzertifizierung machen oder sich zertifizieren lassen, um überhaupt auftreten zu können. Ich werde gleich vorstellen, was für Programme es gibt. Es gibt nach wie vor eine BAFA-Förderung, aber eben nicht mehr 100%. Warum nicht? Es wurden 15 Millionen an Budget freigegeben, was erstmal gleich viel macht, aber wenn man das klar macht, ist so nö, es gibt weniger Codes, die vertrieben werden, dann ist nicht mehr so viel. Und es sind innerhalb weniger wurden wir im Wert von 100 Millionen Euro ein. Also das heißt, ein Mehrfaches des in die Verfügung gestellt wurde. Und das Zweite war, dass sich innerhalb von wenigen Wochen 6.000 neue Berater haben lassen. Auch ein Irrsinn ist, weil das ein Trigger war, wo man sich fragen muss, haben denn überhaupt das Berater? Es gibt auch sogenannte Frau Gerst, Zertifizierungsstellen. eine kleine Ja. Sache. Wir haben gerade die Meldung bekommen und bei mir ist es auch so, dass Ihr Ton sehr abgehackt ist. Wenn Sie gleich einmal Kamera und Audio einmal aus- und anmachen, dass wir das einmal nochmal testen. Dann muss ich, glaube ich, hier nochmal stoppen, damit ich nochmal hier. Jetzt sogar sehr gut. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob der Ton jetzt besser geworden ist. Also bei mir ist es deutlich besser. Schauen wir mal in die Kommentare, was die anderen sagen. Jetzt passt es. Jetzt besser. Wunderbar, Okay, wunderbar. gut. Dann vielen Dank für den Hinweis. Jederzeit gerne, weil ich sehe den Chat nicht. Also man muss mich dann wirklich hier, wie Sie jetzt das gemacht haben oder du das gemacht hast, unterbrechen und das sagen. Also so viel BAFA vorab. Die 100% Förderung gibt es nicht mehr. Das ist aber nicht dramatisch, weil es gibt andere Möglichkeiten der Förderung. Und die möchte ich ganz kurz vorstellen. Die erste Frage war ja, wer kann die BAFA-Förderung überhaupt beantragen? Also beantragen kann das prinzipiell jeder, der selbstständig ist, allerdings keine Business Coach bzw. Unternehmensberater, weil das BAFA davon ausgeht, dass der andere beraten kann, kann auch selbst beraten. Aber jeder, der als Life-Coach ist, Trainer, Trainer, die doch sehr stark ab, was trainiert wird. Und deswegen ist meine Empfehlung, immer erst Leitstellen erst zu führen. Den Leitstellen gehört die IHK, die DIHK, die HWK, egal, die dazu die Fragen beantworten. Das ist natürlich eine Chance gewesen für Unternehmer in Zeiten von Corona, jetzt 100% Förderungen abnehmen zu können. Das ist aber erst seit heute offiziell auf der Seite von BAFA selbst mitgeteilt worden. Andere Möglichkeiten. 90% BAFA-Förderung für Unternehmer, die in Schwierigkeiten sind. Und ich denke mal, jetzt, also die hatten halt während der 100% Förderung immer noch gesagt, da musste man angeben, dass man vor Corona in Schwierigkeiten war. Jetzt dürfte das eigentlich egal sein. Wer jetzt in Schwierigkeiten ist, kann diese 90% Förderung beantragen. Nochmal alle verbindlichen Antworten dazu immer mit einer Stelle von BAFA besprechen. Dann gab es und das nach wie vor die 50% Förderung. Das alle Unternehmer, die in bis zu 2 Jahren, für alle Unternehmer, die dann Bestandsunternehmen sind, ab 2 Jahren. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, dass man bis zu 4.000 Euro, je nachdem, ob neue oder alte Bundesländer, dass man davon sich 50% fördern lassen können. Und neben dieser allgemeinen Förderung gibt es dann noch spezielle Förderungen, beispielsweise für Frauen. Frauen, die schon eine allgemeine Förderung haben, eine spezielle Förderung für Frauen in Anspruch. Allerdings, ich bei einer Fortbildung und habe schon gesagt, ist da nicht sicher, ob es diese Fördermaßnahmen im Jahr 2021 geben wird. Und denen macht es auch keinen Sinn, jetzt mal nicht für 1.000 Euro zertifiziert zu werden als BAFA-Berater, weil das sind Fördergelder vom ESF, vom Europäischen Sozialfonds. Kerstin, ich bin jetzt Und gerade ganz kurz wieder da. Es ist ganz merkwürdig. Es ist tatsächlich wieder so verzerrt. Kann das sein, dass das mit der Präsentation, die Präsentation, oder? dass wir die einfach mal ausklinken?
Ich weiß, dass das schwierig ist für dich, aber ich... Das können wir gerne versuchen. Dann nehme ich die Präsentation weg und schaue einfach mal, dass ich das so klein mache. Ja? Passt jetzt, das jetzt besser vom Ton? Jetzt ist gerade wieder besser, genau. Also für mich ist das kein Problem. Die Teilnehmerinnen sehen dann halt die Präsentation, macht aber nichts, weil die ist ja nachher auf... Also ich kann das auch gerne nachher nochmal rumschicken für diejenigen, die das haben wollen. Ich wollte gerade sagen, das wäre vielleicht... Ja, überhaupt kein Problem. Ja, jetzt ist besser, dann schalte ich mich wieder stumm. Super. So, eine BAFA-Förderung ist ganz einfach zu beantragen. Also es ist so, man führt eben ein Telefonat mit einer Leitstelle, IHK, HWK, DHK, um ganz kurz zu schildern, ob man zu der förderfähigen Gruppe gehört. Wer nicht dazu gehört, das ist das, was ich Landwirte, Vereine, es gibt ein paar Ausnahmen, das kann man aber auch alles auf der Website vom BAFA nachlesen. So, dann muss man sich einen BAFA-Berater auswählen, weil man braucht diese sogenannte BAFA-ID, um den Antrag überhaupt stellen zu können. Und es ist nicht ganz einfach herauszufinden, welche Unternehmensberater oder Business Coaches haben überhaupt BAFA-Akkreditierung. Der VGSD, das ist der Verband der Selbstständigen und Gründer Deutschlands, der hat jetzt 200 Unternehmensberater, die bei ihm gelistet sind, hat extras neu gemacht, dass man sehen kann, wer BAFA-Berater ist und auch seit wann. Das finde ich sehr seriös. Und der VGSD hat auch eine Expertentagung gemacht mit 4 BAFA-Beratern. Ich gehöre dazu. Und die ist aufgezeichnet worden. Das heißt, damit das Video könnt ihr euch auf meinen Medienseiten schauen oder bei VGSD, wo man auch reinschauen kann, wenn man nicht mit jedem Selbstständigen nur sehr empfehlen. Es gibt nicht viele Interessenvertretungen von Deutschland in Selbstständigen und der VGSD macht wirklich eine exzellente Arbeit. So, dann musst du einen Antrag aushöhlen. Das ist alles relativ einfach. Und dann erwartet man eine sogenannte vorläufige Förderzusage kommt. Ich kann guten Gewissen sagen, dass der mit mir ins Coaching geht, nicht eine vorläufige Förderzusage, sondern eine 100%ige Förderzusage. Die machen die Förderung abhängig von dem Beratungsbrief, den ein Berater schreiben muss. So, das ist Antragsprosa, die halt manche aus dem FF beherrschen und andere nicht. Deswegen macht das BAFA keine 100%ige Zusage. Und deswegen empfehle ich auch unbedingt, sich einen BAFA-Berater auszusuchen, der das schon seit ein paar Jahren macht und vorspricht, sowas eben auch abzuklopfen, um da nicht hoffnungsvoll zu sein, dass man 50% zurückerstattet bekommt, dass das eigentlich passiert. Da startet man, man darf mit der Beratung auch erst starten, wenn diese vorläufige Förderzusage gewährt wurde und muss innerhalb von 6 Monaten abschließen. Innerhalb von 6 Monaten heißt auch, dass der BAFA-Bericht vorliegen muss. Der ist relativ umfangreich, das sind so 20 bis 30 Seiten und da wird genauestens dokumentiert, was man gemacht hat und auch, was man für Empfehlungen gibt. Wir haben das Mikro gewonnen. Cassie, nur ganz kurz für dich zur Info, wir sind gerade am Testen und ich habe das Gefühl, wenn wir uns dazu schalten, ist der Ton besser. Wir lassen uns jetzt einfach mal eingeschaltet. Und sind aber stumm. Wir probieren das. Ansonsten machen wir Frage-Antworten, weil es ist wirklich zwischendurch immer noch sehr ausgesetzt und das ist schade, weil das Thema ja so, so intensiv ist. Wir probieren alles aus. Wir probieren alles aus. Geht, damit es gut rüberkommt. Okay. Ja, und dann, wenn der Beratungsbericht dann von dem BAFA-Berater geschrieben und von euch dann eingereicht wurde, sofern ihr sowas in Anspruch nehmen wollt, dann wartet man halt, und es hat normalerweise immer ein paar Wochen gedauert, bis es zur Rückerstattung kam. Jetzt ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wie das mit den Anträgen ist, aber ich kann aus meiner Erfahrung jetzt sagen, das ist nach wie vor wieder so innerhalb von 3 bis 4 Wochen waren es 2 bis 3 Wochen, jetzt 3 bis 4 Wochen kriegen diejenigen, die mit mir so eine BAFA-Förderung beantragt haben, auch die Zusage zu den regulären Förderprogrammen eben von 50 bis 90%. Wie gesagt, 100% muss man nicht mehr beantragen, das ist abgeschrieben. Ja. Den Link den findet man auf meiner Website, habe ich einen Blog und auf dem Blog sind 2 Blogbeiträge zur BAFA-Förderung. Und der ältere Blogbeitrag, der heißt, wie du 100% Coaching zu 50% finanziert bekommst. Und darin findet man auch den Link, wo man genau hin muss, um diesen BAFA-Antrag zu stellen. Weil ich kann nur sagen, die Website vom BAFA ist nicht sehr übersichtlich gemacht. So, was ihr zu tragen habt davon, die 50% der Nettoinvestition wird zurückerstattet, aber die Mehrwertsteuer muss man selber tragen, aber das ist ja nicht problematisch, weil das ist ein durchlaufender Posten. Ich kann jetzt ja mal versuchen, wenn der Ton jetzt wieder besser ist, ob ich es dann doch nochmal hinbekomme, auf die Präsentation zu schalten, weil ich ganz kurz mal durchgehen wollte, wo es 2 kleine Schwierigkeiten gibt bei der Antragstellung. Also das ist kein Hexenwerk. Und wenn man das weiß, weil die Antragstellung ist wirklich innerhalb von
10 Minuten gemacht. So, ihr dürft mir gerne Feedback geben, wenn der Ton jetzt wieder weg ist, dadurch, dass die Präsentation da ist. Ton ist gut, du kannst weitermachen, es klappt. Wunderbar. Also das ist jetzt noch was Altes. Ihr müsst halt das ganz normale Gedönste ankreuzen. Seid ihr ein Unternehmen, Jungunternehmen, Bestandsunternehmen? Wollt ihr allgemeine Beratung, spezielle Beratung? Ihr wollt im Allgemeinen eine allgemeine Beratung am Anfang haben. Diese spezielle Beratung ist nur, wenn man nochmal eine zweite BAföG-Förderung on top haben möchte. So, da muss man alles ausfüllen, wo so kleine rote Steinchen dran sind. Das ist aber alles nicht kompliziert. Eine Stelle ist die Wirtschaftszweigklassifikation. Da stolpern viele drüber, weil sie selber nicht wissen, welche Nummer man von der Steuer als Wirtschaftszweigklassifikation zugewiesen bekommen hat. Da ist aber ein Link hinterlegt. Wenn man da draufklickt, kommt man auf die Seite von der Bundesagentur für Arbeit und dann hier diese Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008. Das ist eine Excel-Liste und wenn man die anklickt, findet man auch ganz zügig seine Nummer. Und wenn man dann immer noch nicht fündig wird, dann einfach kurz den eigenen Steuerberater anrufen, weil der weiß das. So, dann alles ausfüllen mit der BAFA-ID und der Wirtschaftszweigklassifikation und dann schickt man das Ganze auch schon ab. Und hier steht nochmal, wer eben nicht gefördert wird, das ist Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Fischerei, Aquakultur, aber das dürfte alles auf euch nicht zutreffen und nicht gemeinnützig und nicht Stiftung. Also insofern sind die meisten dabei. Ja, und das Tolle ist eben, das dauert 10 Minuten und man hat eben die Chance, 50-90% Förderung zu bekommen. 90% sind für Unternehmen in Schwierigkeiten. Dann kriegen diejenigen, die aus den neuen Bundesländern bekommen, teilweise sogar 80% Förderung anstelle von 50. Also das will ich jetzt nicht zu detailliert ausführen, aber das kann man ja da alles nachlesen. Die zweite Frage, woran erkennt man nun eine gute Beraterin oder einen guten Berater? Und das ist eine wirklich wichtige Frage. Das kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen. Als ich gegründet habe mit fast 50, hatte ich das große Privileg, dass ich so einen Förderzuschuss bekam und in dem Rahmen auch einen Coach in Anspruch nehmen konnte. Und ich hatte damals wirklich überhaupt keine Idee, wie wählt man den eigentlich aus? Und bin dann hier zur Freien Universität Berlin gegangen, zu einer Veranstaltung, die lautete damals, wie du den perfekten Coach für dich findest. Waren so 50 Leute im Raum und irgendwann stellte ich fest, ich war die Einzige, die auf der Suche nach einem Berater war. Die anderen waren alle Berater. Und als ich mich damit geoutet hatte, stürzten 49 Berater auf mich zu, was ich recht unangenehm fand. So, dann habe ich da irgendeinen genommen, leider keinen guten, wie ich nach ein paar Stunden gemerkt habe. Also, erstes sichtbares Zeichen. Ihr müsst nach jeder Stunde signifikant vorangekommen sein und euch nach jeder Stunde auch gut fühlen. Wenn das nicht der Fall ist, stimmt da irgendwas nicht. Kriterien sind natürlich ganz wichtig, Know-how. Wir wissen das alle, es gibt Coaches von Flirt-Coaches bis zu Business-Coaches, USP, Spezialisierungs-Coaches, Nischenfindung und. Ganz entscheidend, sucht euch den, der zu eurem Thema wirklich passt. Deshalb schauen, was hat der Berater selber für ein USP. Ich selber habe, meine Nischenpositionierung ist, dass ich Nischenpositionierungen für ungewöhnliche Unternehmerinnen in der Lebensmitte vornehme. Und das zweite ist, dass ich eine Online-Offline-Marketing-Strategieberatung mache, um diese ungewöhnlichen Unternehmer dann in die Sichtbarkeit und ins Sogmarketing zu bringen. Weil das ist das Einzige, was sich gut anfühlt, wenn die Presse auf einen zukommt, wenn die Kunden von alleine auf einen zukommen. So, das heißt, die Expertise spielt eine ganz große Rolle. Dann finde ich auch ganz wichtig die Transparenz. Führt unbedingt ein kostenfreies Vorgespräch und stellt alle Fragen, die euch unter den Nägeln brennen. Skizziert, wo ihr gerade steht und schaut dann, wie ein Berater damit umgehen würde. Ich habe ein eigenes Programm entwickelt, aufgrund von inzwischen 380 Coaching-Mandaten, weil ich einfach weiß, dass die Menschen, die sich in der Lebensmitte selbstständig machen oder auch schon seit 20 Jahren selbstständig sind, aber eben nicht so erfolgreich, wie sie es gerne wären, immer wieder durch die gleichen Prozesse durchgehen. Denn Erfolg folgt Erfolgsstrategien. Und ich darf das an dieser Stelle sagen, ich habe 2013 meine Business und also ich habe eine Ausbildung als Business und als Teamcoach gemacht und bin 2014 als Vorbildunternehmerin Deutschlands vom Bundeswirtschaftsministerium ausgezeichnet worden und habe da auch schon Unternehmer gecoacht, die schon 20 Jahre am Markt waren. Jetzt kann man sich fragen, wie macht man das? Ich war ganz lange Wissenschaftlerin. Ich bin kurz vor Abschluss meiner Habilitation in die Wirtschaft gewechselt und habe dann 10 Jahre als Geschäftsführerin im Wirtschaftsverband geleitet und bin gewohnt, auf einer Metaebene extrem strategisch und extrem systematisch voranzugehen. Und das beantworte ich auch gleich dann noch auf die dritte Frage, im Anschluss, worauf man eben achten muss, beziehungsweise was ein guter Berater leisten kann. Es ist so, weil ich
selber vollkommen verunsichert war am Anfang, wie man einen guten Berater findet, habe ich dann eine sogenannte Experten-Checkliste entwickelt und die kann man sich auch kostenfrei auf meiner Website unter Profil downloaden. Da habe ich das nochmal sehr ausführlich aufgelistet, worauf man achten sollte, wenn man sich einen Berater sucht, weil das ist, auch wenn man nur 50% ausgibt, eine Menge Geld, es ist kostbare Zeit und ihr wollt danach wirklich woanders stehen als davor. Deswegen, wenn euch das interessiert, holt euch die kostenfrei, könnt ihr das auch nochmal detaillierter nachlesen. Ja, worum geht es darin? Wie man einen Coach findet, der zum eigenen Anliegen passt, ganz wichtig. Woran man die Kompetenz eines Coaches erkennt. Weshalb Kompetenz alleine aber auch nicht aus. Der Nasenfaktor muss auch stimmen, weil man arbeitet ja sehr, sehr vertrauensvoll miteinander zusammen. Hier geht es um Zahlen, hier geht es um Ängste, hier geht es um Probleme. Dann unbedingt das Vorgespräch führen. Dann gebe ich auch an, wo man qualifizierte Coaches finden kann, wie man sich ein Business Coaching finanzieren lassen kann. Da gibt es ja noch andere Möglichkeiten als das BAFA, aber damit will ich es heute bewenden lassen. Und warum eine Zertifizierung eines Coaches extrem wichtig ist. Jeder kann sich Coach nennen. Es ist ein nicht geschützter Begriff. Und deswegen halte ich für eine Zertifizierung für unerlässlich, weil Coaching-Gespräche einfach einer ganz anderen Coaching- und Matrix folgen als normale Gespräche. Na dann die Frage, wie können denn Beraterinnen jetzt gerade in Zeiten von Corona bei Schwierigkeiten helfen? Also ich finde es ganz wichtig, dass am Anfang erstmal eine sogenannte Anamnese, die auch jeder Arzt macht, steht. Das heißt, dass man eine Analyse macht, eine SWOT-Analyse, eine Schwächen-Stärken-Analyse. Und ich gucke dann immer sehr genau hin, das hat sich einfach herauskristallisiert. Die Hauptschwierigkeit bei ganz vielen Solo-Selbstständigen, insbesondere aus der Kreativökonomie, die nicht so erfolgreich sind, wie sie es gerne wären, die machen sich nicht klar, dass man immer in drei Rollen unterwegs ist als Selbstständiger, nämlich als Fachkraft, als Führungskraft und als Unternehmer. Und die meisten arbeiten wie in einem Hamsterrad als Fachkraft vor sich hin, das machen sie auch exzellent, aber sie ziehen sich nicht mal aus ihrem Unternehmen raus, um nicht nur im Unternehmen zu arbeiten, sondern auch am Unternehmen. Ein Unternehmer arbeitet am Unternehmen, der fragt sich permanent, welche kleinen Rädchen muss ich drehen, um mit minimalstem Aufwand den größtmöglichen Output zu haben. Und dann dazwischen, die Führungskraft ist natürlich auch wichtig, immer zu gucken, was mache ich selber und was delegiere ich gegebenenfalls auch. Und wenn man natürlich an so einer Schmerzgrenze ist, dass man kein Geld zur Verfügung hat, um was zu delegieren, dann ist eben auch immer die Gefahr des Hamsterrades ganz groß. So, dann der zweite Punkt. Die größten Herausforderungen sind ja heute Digitalisierung, Automatisierung und damit verbundene Skalierung. Und das lohnt sich einfach bei sich selber, gerade jetzt, wenn man unfreiwillig frei werdende Zeit zur Verfügung hat, mal zu schauen, was in meinem Business könnte ich denn jetzt digitalisieren? Was lässt sich automatisieren? Wo kann ich mir einfach Prozesse vereinfachen? Dann, und dabei können Berater natürlich helfen, weil ein guter Berater, der hat das für sich alles einmal selbst durchexerziert. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass ein Berater nicht einfach von der grauen Theorie spricht, sondern ein Berater muss das, was er euch als Leistungsversprechen gibt, auch selber durchexerziert haben. Ansonsten kann ich einen Berater nicht ernst nehmen. Dann erstellt ja natürlich ein guter Berater mit euch einen Umsetzungsplan und dabei geht es ganz wesentlich um Prioritäten. Ich habe einfach festgestellt, dass die Menschen extrem umsetzungsstark sind, wenn sie ein gutes Geländer bekommen und ganz genau wissen, welche Aufgaben in welcher Reihenfolge, mit welcher Deadline und dann natürlich ein entsprechendes professionelles Feedback dazu bekommen, weil das Wertvollste von Beratung und oder Coaching ist die Spiegelung und das Wertvollste von Beratung natürlich das der Know-how-Transfer. Und der liegt nicht nur im Wissen eines Beraters, sondern auch in der Expertise der eigenen Erfahrungen, aber auch in seinen Netzwerken. Ich war jahrelang unterwegs und Speakers Excellence ist ja ein exzellentes Netzwerk, wo man ja auch sieht, wo Know-how übermittelt wird, wo tolle Leute eingeladen werden, wo sich auch eben tolle Netzwerkstrukturen bilden. Ich war viele Jahre unterwegs, habe mir sehr viele Netzwerke angeschaut. Ich bin auch in einigen Netzwerken, aber ich habe auch meine eigenen Netzwerke gegründet. Ich habe ein eigenes Netzwerk ungewöhnlicher Unternehmer und ungewöhnlicher Unternehmerin ins Leben gerufen. Und ich habe auch einen eigenen Salon hier in Berlin, die Hermsdorfer Vierjahreszeitengespräche. Und wer das interessiert, ich habe auch dazu einen Blogbeitrag, einen sehr langen Blogbeitrag, der heißt Nie wieder Solo als Solopreneur. Und da seht ihr, in welchen Netzwerken ich bin. Ich bin unter anderem im Business Network International. Und jeder, der Lust hat, mich da mal zu begleiten, jetzt sind die Zeiten perfekt dafür, der kann mir einfach nachher eine E-Mail schreiben, sagen, ich wäre gerne mal beim BNI dabei. Dann kriegt ihr den Link und könnt da kostenfrei dran teilnehmen und einfach so ein Netzwerk von innen mal kennenlernen. Ja, und der fünfte Punkt, auch ganz entscheidend, ist die Systematik und Struktur. Ein Berater erlaubt euch in so einem Beratungsprozess, euch mal privilegierte Zeit zu nehmen, wo ihr nicht in dem Unternehmen arbeitet, sondern am Unternehmen
quasi aus einer Vogelperspektive draufschaut. Denn es gibt ja diesen berühmten Satz, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und so ist es eben. Jeder, der in seinem Unternehmen drinsteckt, dem fehlt der nötige Abstand und den kann man halt mit einem Berater dann herstellen. Ich habe ein eigenes Programm entwickelt, ein 52-Wochen-Coaching-Power-Programm für ungewöhnliche Unternehmerinnen. Warum betone ich das mit den ungewöhnlichen Unternehmern so? Ich war 2 Jahre lang unterwegs und habe ein Buch geschrieben, das heißt Werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird. Die findet man ja nicht an jeder Straßenecke. Und was mir ganz wichtig ist in meinem Coaching, dass jeder Mensch, der mit mir arbeitet und mit dem ich arbeite, seinen individuellen Fingerabdruck in die Welt bringt. Denn nichts ist schöner, als wenn man mit seinen eigenen Stärken arbeitet, in seinem Potenzial, die Dinge entwickelt. Das kann man auch detailliert auf meiner Website nachlesen. Und das sind ungewöhnliche Unternehmer, diejenigen, die entweder alte Märkte revolutionieren oder neue Märkte schaffen und dabei ganz konsequent das in die Welt bringen. Nicht auf den Markt schielen, was der braucht, sondern schauen, was können sie der Welt geben. Und das ist jetzt hier eine Übersicht der 10 Punkte, in die das aufgeteilt ist. Und auf meinem Blog könnt ihr das ganz ausführlich nachlesen. Jede Woche gibt es eine Aufgabe, eine Umsetzung und ein Live-Feedback. Und das ist auch das, was dieses Programm extrem wertvoll macht. Das ist eben gerade kein reines Online-Programm. Davon haben wir in meinen Augen viel zu viel. Ja, man kann Online-Millionär werden, man setzt ein Online-Programm auf, macht eine schöne Marketingstrategie, man verkauft es ein paar tausend Mal, dann ist man richtig reich damit geworden. Jetzt die spannende Frage, vorhin gab es ja schon Umfragen, wie viele Leute führen so ein Online-Programm dann eigenständig auch bis zum Ende durch? Wer davon profitiert, sind wirklich diejenigen, die das Online-Programm aufsetzen. Und ich habe eine Vision. Ich möchte in der mir verbleibenden Lebenszeit so viele Solopreneure wie möglich noch in die erfolgreiche Selbstständigkeit bringen, weil ich sage, wir sind nicht als Angestellte geboren worden, wir sind dazu gemacht worden und alle, die jetzt hier zuhören, sind ja selbstständig. Ihr gehört aber einer kleinen Minorität an. Nur 10% der arbeitnehmenden Bevölkerung in Deutschland sind selbstständig. Und das prägt das Klima und das merkt man auch gerade jetzt in Corona-Zeiten. So, und deswegen ist das hier eben eine Mischung aus Online und Offline mit einem Live-Feedback. Und das macht das so wertvoll. Ich bin jetzt im April als Exzellenzberaterin des deutschen Mittelstands von der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet worden. Und was meine ich mit Sogmarketing? Sogmarketing bedeutet, die Kunden kommen auf euch zu und ihr müsst nicht ständig Marketing in den Markt hineinpressen. Und Marketing macht auch erst dann Sinn, wenn man wirklich exzellent positioniert ist. Und es kommen eben nicht nur die Kunden auf einen automatisch zu. Ihr braucht eine konvertierende Website, das heißt eine Website, auf der automatisch aus Besuchern Kunden werden. Wie man sowas macht, das gehört alles zu meinem Coaching-Programm dazu. Und besonders schön ist natürlich, wenn die Presse dann auf einen zukommt. Und da habe ich wirklich auch einen sehr harten Weg hinter mir, weil als ich vor 7 Jahren mich selbstständig gemacht habe, haben alle zu mir gesagt, ja, sag mal, Kerstin, wo willst du denn Menschen finden, die in der Lebensmitte gründen wollen? Ja, Kerstin, wo willst du denn Menschen finden, die ein ungewöhnlicher Unternehmer werden wollen? Ich habe aber darauf beharrt, weil ich selber war fast 50 und ich wollte nicht mehr angestellte Geschäftsführerin sein. Ich wollte mich selbstständig machen. Und das ist das Tolle, ihr könnt immer das Problem für andere am besten lösen, was ihr für euch selbst gelöst habt. So, und heute ist es so, dass die Journalisten anrufen und sagen, das ist ja ein cooles Alleinstellungsmerkmal, weil es hat sich durchgesprochen, wir haben den demografischen Wandel und damit ist man mit 50 auch noch nicht alt. Und damit bin ich auch am Ende und sage, viel Erfolg auf eurem Weg. Nutzt die BAföG-Förderung, solange es sie noch gibt. Einen Antrag stellen, wenn ihr 50% aus eigener Tasche stemmen könnt. Und auch danke natürlich an Jana und Gerd Kulhavi für die Gastfreundschaft hier in eurem Forum. Dankeschön, liebe Kerstin. So, siehst du, jetzt haben wir das mit dem Ton doch mal ein bisschen so hinbekommen. Warum auch immer in dem Moment, wo wir dann also nicht mehr stumm waren, war es, glaube ich, auch ein bisschen besser. So ist das in dieser aktuellen Zeit, oder? Die BAföG-Förderung zu 100%, das, was in den letzten Wochen doch tatsächlich immer noch so funktioniert hat, ist dann innerhalb kürzester Zeit doch umgeschwenkt worden. Das ist ja jetzt trotzdem, so haben wir dich ja auch, das hast du ja eben auch gesagt, das ist ja trotzdem immer noch eine Möglichkeit, diese Förderung in Angriff zu nehmen. Und lasst uns doch einfach da auch noch mal so ein bisschen einsteigen. Der Peter musste leider schon raus. Er hatte trotzdem noch mal die Frage gestellt, wie muss denn ein BAFA-Beraterbericht aussehen? Hast du da ein Beispiel? Da wird ganz genau dokumentiert, was man in jeder Stunde gemacht hat. Was man nicht machen darf, ist die Umsetzung für die Klienten, sondern es soll eine reine Beratung sein und die muss sauber dokumentiert werden. Und dann wird genauer angegeben,
was für ein Unternehmen ist. Es ist ein Bestandsunternehmen, es ist ein Jungunternehmen, was sind die Schwierigkeiten. Da wird eine genaue Analyse, so eine SWOT-Analyse mit reingemacht und dann wird eben auch eine Empfehlungsliste mit aufgeführt. Also das so ist im Groben das Ganze aufgebaut. Okay, gut. Also ihr seid jetzt, ihr seht, es sind normalerweise sind wir immer bis 17 Uhr. Ich glaube, der ein oder andere hat sich das bis 17 Uhr eingetragen. Wir haben schon heute ein bisschen länger, maximal bis 17.30 Uhr. Ihr dürft gerne jetzt auch, ich glaube, euer Mikro, der Harun hat euch auch schon wieder reingeholt. Ihr dürft gerne auch eure Fragen einfach stellen zu dem Thema, gerne aber auch ganz allgemein, was euch einfach noch so auf dem Herzen liegt, was euch aktuell beschäftigt. Legt einfach mal los. Der Christoph probiert gerade wieder seine neue Technik aus, Christoph. Gell? Das hab ich eben schon gesehen. Nee, ich habe eine neue Greenscreen bekommen und jetzt könnte ich Hilfe brauchen. Das ist 2 Meter lang, dieses Teil. Und das muss ich jetzt noch erst richtig montieren. Wenn ihr zuschaut, dann kann wenigstens jemand die Rettung rufen. Genau. Und wir können sagen, wie es ausschaut. Gell? Genau. Ja, das ist gut. Nein, aber so ganz allgemein, genau. Annabelle, ich glaube, hast du eine Frage? Du hast jetzt. Ja, ich habe die letzten Jahre in die Speaker-Sache enorm viel Geld investiert und damit an sich die letzten 3 Jahre deshalb auch keinen Gewinn gemacht. Was, für wen ist denn diese 90% Förderung, was heißt denn für Unternehmen, die bereits in Schwierigkeit waren? Wäre das denn auch dann eine Möglichkeit? Genau, du würdest eine Einnahmeüberschussrechnung aus deinem letzten Jahr einreichen und wenn du eine Unterdeckung hast, gegenüber deinen Einnahmen, dann kannst du eine 90% Förderung für Unternehmen in Schwierigkeiten stellen. Aber das muss halt auch mit Zahlen belegt werden. Ja, die Steuer. Genau. Danke dir. Vielmals. Okay, gut. Weitere Fragen in ganz allgemein. So, nee, im Chat, der Jörg hat sich auch verabschiedet, er hat nochmal ganz lieben Dank an dich, Kerstin, gesagt für die Infos und er muss los. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, wir würden jetzt einfach auch nochmal deine Präsentation, denke ich, oder hast du ja gesagt, dass wir die einfach nachher nochmal im Nachgang. Genau, die kann ich euch gern zur Verfügung stellen, dass ihr die mit rumschickt, kein Problem. Das wäre doch eine super Geschichte, genau, sehr schön. Interessant, vielen Dank, Kerstin. Bin noch im Bus, deshalb Dankeschön auch an die anderen. Ja, und das ist ja eben das Tolle heute, nicht? Wir können ja alle zu digitalen Nomaden werden. Ich finde das jetzt auch faszinierend, egal wo ihr sitzt. Ihr könnt in Timbuktu sitzen und trotzdem an so einem Webinar teilnehmen und man kann von unterwegs auch arbeiten. Also ich finde, wir leben wirklich in der besten aller möglichen Zeiten, um sich innerhalb kürzester Zeit erfolgreich selbstständig zu machen. Unter einer Voraussetzung, sage ich dann immer, man muss eine gewisse digitale Affinität haben und die tollen Tools, die wir heute zur Verfügung haben, eben auch nutzen. Und das war für mich ein ziemlicher Kampf in den letzten 7 Jahren, die sogenannte Kompatibilität der Komponenten. Also ich habe ein 80-seitiges Word-Dokument nur mit Passwörtern. Man muss die nicht alle nutzen, aber wenn man sie mal ausprobiert hat und dann weiß, never change a running system, was wie miteinander kompatibel ist, ein Plugin und schon kann alles wieder hinüber sein. Deswegen sage ich an dieser Stelle mal an alle einfach in die Runde, wer eine Website neu macht, nehmt WordPress. Ja, das stimmt, da hast du schon vollkommen recht. Gibt es denn sonst allgemein noch Fragen, insgesamt Fragen, wo ihr sagt, das wolltet ihr heute mal fragen, dann könnt ihr jetzt fragen, wir sind ja eine relativ gut übersichtliche Gruppe und jeder hat die Mikrofone freigeschalten. Gibt es Themen, die euch noch interessieren, wo wir in den nächsten Wochen dann irgendwann mal aufbereiten sollen für euch, wo ihr mehr Zahlen, Daten, Fakten braucht, um Entscheidungen zu treffen? Gibt es sonst noch irgendwelche in diese Richtung an Fragen? Also ich hätte jetzt noch meine Frage. Bitte. Ja, Carola, jetzt muss ja schon mehr reden. Da am Anfang ich sozusagen gar nichts verstanden habe, außer Hickhack, eine Nachfrage. Die Förderung gilt für die Beratung, nicht für die Investition irgendwelcher Kameras zum Beispiel, richtig? Korrekt. Okay, gut, danke. Korrekt. Also es gibt ja von der IBB gab es jetzt diesen Kredit, ne? Aber da will ich mich auch nicht aufs Glatteis bewegen, weil da haben sie auch erst Bedingungen gehabt, die sie dann wieder geändert haben. Ja. Nein, es wird die reine Beratungsleistung gefördert und eben in den 3 Programmen Jungunternehmen bis 2 Jahren, Bestandsunternehmen ab 2 Jahren jeweils 50% Förderung, je nach Bundesland dann nochmal 50-80% und Unternehmen in Schwierigkeiten 90% Förderung vom BAFA.
Das sind die Programme, die es nach wie vor gibt. Wer daran Interesse hat, sollte sich sputen, weil das in den Sternen steht, ob es das im nächsten Jahr noch geben wird. Ja, okay. Vielen Dank. Okay, gut. Michael, du wolltest noch was? Ja, ich wollte mich auch kurz zu Wort melden. Und zwar zum einen, Kerstin, Kompliment. Also man spürt es, die Leidenschaft und auch das Fundierte. Und ich finde es toll, dass du das so präsentiert hast. Tatsächlich war es am Anfang ein bisschen schade, weil der Ton nicht so toll war. Aber jetzt hinten raus richtig toll. Also ganz großes Kompliment. Und auch an dich, Jana und Gerd, gerade in dieser Zeit. Ich denke, man darf den Kontakt da nicht verlieren. Und ich merke das jetzt bei mir. Das ist total spannend. Das ging euch alle so. Die Umsätze sind weggebrochen, die Veranstaltungen. Aber ich sitze tagtäglich jetzt in Zoom-Konferenzen, in Telefonkonferenzen. Wir müssen da alle umdenken. Wir müssen uns da ein Stück weit neu erfinden und neue Wege gehen. Und da war das jetzt ein super Impuls. Und das möchte ich euch zurufen, liebe Jana und lieber Gerd. Wir sind so ein tolles Expertennetzwerk. Wir haben so tolle Experten zu den verschiedensten Bereichen. Wenn ihr da Leute habt, die da ihr Expertise da in den Raum geben, ich finde, es ist eine tolle Plattform. Ich habe es bedauert, ich habe die letzte Male nicht dabei sein können, weil ich einfach selber schon Termine hatte. Aber ich bin begeistert, das ist echt toll. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass so wenig da sind. Aber man muss bleiben. Es ist ja das, ich sehe das immer als sehr positives Zeichen, weil ich glaube tatsächlich, dass viele jetzt auch schon wieder aktiver werden. Also ich merke, dass wenn ich mit den Referenten spreche, das wäre auch eine Überlegung und eine Frage auch an euch. In den letzten Wochen haben wir es auf 16.30 Uhr gelegt, aber vielleicht sollten wir das auch tatsächlich wieder auf eine andere Zeit legen, weil ich glaube, jetzt, wenn jeder von euch auch wieder, und wenn es die Online-Seminare, Online-Coachings sind oder wie auch immer, ist, glaube ich, 16.30 Uhr auch gar nicht mehr so eine gute Zeit. Das war in der Zeit, wo alles komplett runter war, glaube ich, ganz gut, oder? Wie habt ihr, was denkt ihr, 18 Uhr? Was? Also 18 9 Uhr morgens. Oder 9 Uhr. Ja. Ich wollte vielleicht noch eine Motivation an alle geben. Ich habe diese Woche sogar mein erstes Präsenztraining wieder gehabt in einem Hotel. Nur 20 Leute. Es ist ein anderes Training, aber es geht. Also man muss sich schon als Trainer auch überlegen, welche Übungen kannst du machen, welche kannst du nicht machen, Gruppenarbeiten mit Abstand. Aus der Warte der Hotels gesehen, frage ich mich, wie die das langfristig planen und kalkulieren wollen, weil diese Platz oder diese Fläche, die wir hatten, die war enorm. Ich hatte für 20 Teilnehmer knapp 200 Quadratmeter. Wir waren das erste Training seit 3 Monaten auch in diesem Hotel und wir müssen einfach Dinge anders angehen. Also so Sachen wie Kaffeepausen einzeln verpackt in Tüten. Und also die Planung in einem Hotel ist auch schon ganz anders. Aber es geht. Also daher Motivation an alle, es geht. Ich denke, Monika, die wichtige Erfahrung war, dass es was in Gang geht und dass man natürlich jetzt in kleinen Stufen vorangeht. Das verstehe ich auch. Man möchte natürlich immer schauen, was passiert. Ja. Ich habe auch mit einigen Hoteliers gesprochen. Die sind alle dankbar, dass es beginnt, dass es noch kein optimaler Zustand ist. Das ist auch klar. Ich denke, das nächste halbe Jahr wird Stück für Stück nach oben gehen und wir hoffen, dass bis Ende des Jahres oder die Sache überstanden ist und dass man dann in ein ganz anderes Tempo wieder reinkommt. Aber es ist jetzt viel mehr möglich, also bei all dem Mist, was uns allen passiert ist, ist jetzt viel mehr möglich. Die Kunden sind viel, viel mehr bereit, mitzugehen. Und das ist, glaube ich, die gute Botschaft an der unguten Geschichte insgesamt. Ja. Wir lernen alle draus und wir müssen jetzt das Beste draus machen. Und du hast die ersten guten Erfahrungen. So geht es uns auch. Wir kriegen auch Stück für Stück mehr Umsätze. Wir kommen jetzt diesen Monat wahrscheinlich in Richtung 20-25%, was wir sonst im Monat machen. Aber da sind wir schon super dankbar, dass es überhaupt diese Signale wieder gibt. Aber mit neuen Formaten. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Also es sind nicht die Präsenzveranstaltungen, sondern es sind einfach die Online-Formate. Das ist natürlich ganz klar. Aber wo die Kunden, und das merken wir auch, das sind vor allem Kunden, die Kundenveranstaltungen durchführen. Also das heißt, unsere Kunden, eure Kunden haben ja die große Herausforderung, wie erreichen die jetzt auch ihre Kunden, wenn die keine Veranstaltungen mehr machen? Mhm. Und die können das ja nicht ein halbes Jahr stehen lassen. Also müssen die umstellen auf virtuelle Konferenzen, virtuelle Tagungen. Und das ist jetzt im Moment so etwas, was wir einfach spüren. Und im kleinen Rahmen natürlich wirklich, wie mache ich meine Führungskräfte gerade fit für Online-Konferenzen oder allgemein? Wie mache ich hier jetzt eine neue Meeting-Kultur auf diesem Wege? Also es sind völlig neue Themen, die da Stand heute gerade aktuell gefragt sind. Ich habe noch mal eine Frage. Annabelle, danach du. Ja, gerne, Kerstin.
Ich würde gerne noch 3 Tipps auf den Weg geben, weil ich in 2 Minuten weg muss. Ah ja, Entschuldigung. Also erst nochmal, Michael, ganz herzlichen Dank für dein nettes Feedback, was mich sehr freut. 3 Tipps. Es gibt ja diese alten Sprüche, die nach wie vor ganz viel Bedeutung haben. Not macht erfinderisch. Und es ist absolut faszinierend zu sehen, wenn man sich jetzt nicht ins Boxhorn jagen lässt, zu schauen, was für Chancen der Innovation stecken in dieser Krise. Also es wird ja gerne zitiert, dieses chinesische Sprichwort, in jeder Krise steckt eine Chance. Das sieht man nicht, wenn man drinsteckt. Das hört sich auch furchtbar an, wenn man drinsteckt. Aber ex post kann man doch sehen, dass man anfängt, neu zu denken. Und deswegen möchte ich euch alle ermutigen, wirklich mal drüber nachzudenken, was ihr als in Teilen, nur in Teilen, wir wollen alle nicht in der Online-Welt leben, aber in Teilen eben digitalisieren könnt. Weil ich für meinen Teil kann nur sagen, ich hatte überhaupt keine Einbrüche jetzt durch Corona. Und das liegt nicht daran, dass ich BAFA-Beraterin bin, sondern weil ich schon immer als Coach sehr digital unterwegs war. Ich gehe sogar so weit zu sagen, ich bin eine der digital affinsten Frauen meines Alters. Weil man ja Coaching machen kann, egal ob über Skype, Whereby, Zoom, vollkommen egal, welche Plattform man da nutzt. Und dann aber auch zu überlegen, wie verschränkt man das smart miteinander. Das hat keinen Sinn, dass wir jetzt alle auf diesen Zug dieser Digitalisierung aufspringen und sagen, jetzt machen wir das nur noch. Nein, die gute Verschränkung ist das Entscheidende für alle von uns. Und von daher wünsche ich euch da einfach, ja, dass aus dieser Krise, wenn es eine für euch sein sollte, doch eine große Chance resultieren möge. Das als Schlusswort von meiner Seite. Eine Frage kann ich, wenn sie an mich sein sollte, noch beantworten. Ansonsten würde ich mich dann ausklinken und herzlich danken. Annabelle, hattest du noch eine Frage an die Kerstin? Okay, allgemein. Okay. Dann bin ich weg. Herzlichen Kerstin, Dank. Schönen Abend. Corona-Gruß. Ganz bleib gesund. Mach's gut. Bleib gesund. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.